Die Bibel verwendet oft Beispiele aus der Natur, um uns Zusammenhänge deutlicher zu machen. So schreibt Jakobus von der Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Nun will er nicht einen natürlichen Vorgang beschreiben, sondern er meint damit einen zweifelnden Menschen, einen Zweifler, der auf der einen Seite Gott vertraut, aber schon im nächsten Moment wieder unsicher ist, ob Gott überhaupt mit ihm ist, ob der Heilige Geist überhaupt zu ihm spricht, ob Jesus überhaupt mit ihm durch die Situation gehen wird. Ein Zweifler. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen, schreibt Jakobus. Ein Zweifler, Zweifel ist etwas, was auch wankelmütig heißt. Und in diesem Wort wankelmütig liegt schon ein bestimmtes Verhalten, eine Beschreibung von diesem zweifelnden Menschen. Das heißt so viel wie nicht stehen können, nicht sicher sein. Ein wankelmütiger Mensch ist ein Mensch, wenn er launenhaft ist, wenn er veränderlich ist, wenn er ungetreu oder unstet ist. Zweifel frisst unseren Glauben auf. Und Zweifel lässt nichts von Gott erwarten, sondern Zweifel ist etwas, was uns von allen möglichen Gedanken oder Worten oder Umständen hin und her treiben lässt. Das soll in unserem Leben nicht so sein. Und die Bibel berichtet uns von einem Anti-Zweifler, nämlich von Abraham. Abraham war der Anti-Zweifler, der nämlich eine Verheißung empfangen hatte und an der Verheißung festhielt. Wir wollen uns ausstrecken zu dem, was wir noch nicht sehen, als hätten wir es schon. Wir wollen uns ausstrecken nach diesem Stehen in Gott, nach diesem Festhalten an dem, was er uns sagt, an dem, was das Wort Gottes in unser Leben spricht. Halte fest, lass dich nicht ableiten von Gedanken, lass dich nicht ableiten von Menschen, die sagen, ach, das ist alles nicht so wichtig und guck mal, du hast doch schon so lange gebetet und das ist doch gar nicht. Nein, halte fest an dem, was der Herr dir sagt. Bleib in einer ganz engen Verbindung mit ihm. Bleib stehen. Lass dich nicht hin und her treiben. Lass dich nicht hin und her ziehen. Sondern, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Streck deinen Glauben aus. Streck deine ganze Kraft aus nach dem, was Gott dir geben möchte. Und bleib beständig in den Wegen Gottes. Bleib stehen, auch wenn die Anfechtungen kommen, auch wenn der Feind gegen dich auftritt, bleib stehen. Gott hat mehr für dich.